Geh bitte Nicht. down A, bis sie reagieren. Also. Ja. Ja, Also, dann ich schießen wurde die einfach geschossen. zuerst, ne? Ist Wer ja hat sicherer geschossen? dann. Janik. Okay, links, rechts, ja. Sind in der dritten Etage, wurde die schon durchsucht, nicht, oder? Ja, bisher, ne? Ist einfach durch gerade, du risikofreudiger Mensch. Wir sind in der zweiten Etage. Wir sind in der dritten. Okay, ja, dann machen wir direkt die vierte und dann ist Hotel auch abgehakt. Kann man vom Dach des Hotels vielleicht gute Schusswinkel irgendwo hin haben? Oh ja. Aber wenn dann ein Stück Team oder ist die Leiche noch erreichbar ist, falls du stirbst. Da ist er bei mir auch schon weggepackt, ganz ehrlich. Wer war der Treppenhaus? Wir schießen da. Der Treppenhaus in der Kammer ganz oben. Hast du ihn? Ja. Ah, gutes. Dritte Etage habt ihr abgeguckt, ja? Ja, gerade dabei. Oben hinter dem Supermarkt auf dem Gebäude steht einer abgeschützt. Ich seh's. Ich muss mal kurz was trinken. Ja, hier ist alles dicht. Erklärt. Gut, dann hole ich noch die 50er runter und so. Schritt nach links, sonst schießt mir in den Kopf. Also ist das wunderschöne Hotel frei, links, ne? Ist frei, ja. Hotel ist gerade. Ja. Wie viele Meter sind das? Es ist tot. Dritte Etage ist clear. Aus der dritten Etage kann man auch gut rausschießen. Guckt mal, ob ihr da Richtung Mauer und Tankstelle etc. noch was sehen könnt. Der Typ hatte noch nicht mal Loot dabei. Oben ist das nicht alle am Loot. Muss Glück haben. Ja, kann doch nicht sein. Wir laufen im Hotel da. Siehst du den Zivilisten vom Supermarkt? Ja, zwei Stück. Ja. Seid ihr wieder nach unten gelaufen im Hotel? Eine Dose essen, wenn du den triffst. Soll ich? Wir sind im dritten Stock. Okay. Wenn ihr ganz oben seid und könnt ihr mal abgucken, ob man zum Hangar, zum Tower vorne vor kann. Dann würde ich zum Tower vorne. Also. Wo sollen die sein? In der Stadt. Dach hier, kriegt eine Dose Essen. Wow. Den zweiten krieg ich auch. Ja, ja. Massenmörder! Daneben! Haha, getroffen! Scheiße, ja, das ist so spät umgefallen. So, hier am letzten Hangar. 50er ist halt immer ein Baum dazwischen. Hier am letzten Hangar scheint im Moment alles ruhig zu sein. Rück auf. Ja, würde ich sagen, also machen wir alle, Dings Tower sind safe aus. Alles klar. Die in der Mauer habe ich an der Tankstelle. Wie viele? Zwei Stück. Einer war in dem Turm und einer war auf der Mauer. Sehr gut. Den weiter links habe ich aber noch nicht gesehen. Den kriegen wir noch, keine Sorge. An der Tankstelle ist auch keiner. Mal aufpassen, auf dem... Auf außerhalb des Hotels rechts zwischen Terminal. Also ich rück mal zum Tower vor, gell? Ja. Was ist Nimm mal einen mit wenigstens, das ist jetzt zu zweit Zeit. Ah, ich geh mit. Meiner mit. Hier, rück mit. Die Frau am besten da. Ja, ja, ich bin ja schon da. Ich bin keine Frau. Die Frau. Irgendwie eine weibliche Stimme. Ecke ist schwarz. Und steigt nicht in die Fahrzeuge ein, bitte. Sonst könnte es sein, dass sie direkt hochgehen. Ja, die Erfahrung haben wir schon mal gemacht, als wir einen Heli klauen wollten. Heli? Ach, einen Heli darf man nicht holen? Oh. Allerdings die waren... kann man hier nehmen. Aber nicht Super. In die Jeeps einsteigen, nicht in die Jeeps. Naja, die waren... Die Taviana Guards waren gelandet irgendwo in Taviana. Und wir wollten uns ranschleichen. Oder haben uns Seid rangeschlichen. Seid ihr hoch oder runter gelaufen im Hotel? Hat gerade jemand einen weggeschossen auf einem roten Haus? Ja, das hintere Haus habe ich. Okay, sehr schön. Rathaus, das zweite Geschütz. Guck du da vorne, ich guck nach hinten. Ja. Bin im Hotel, dann können wir jetzt das Hotel auch verlassen, dann können wir mal alle gemeinsam vorrücken. Prinzipiell gilt, die vorderen zielen nach vorne, die mittleren Richtung Stadt immer und die hinteren nach hinten, natürlich. Wir sind vorne beim Haupteingang im Hotel. Da sind zwei im Supermarkt drin. So. Wir haben jetzt aber erst einen Mauerguard. Das heißt, wir müssen noch zwei finden. Zwei Supermarkt. Schauen wir hoch. Whitey, lauf. So. Ich würde mehr aus dem Raum rausgucken. Das ist sicherer. Ja.
kannst durch die Scheiben kannst du ja durchschießen, ne? Zur Not. Ja. So, ihr seid jetzt im Hotel, ja? Im Supermarkt sind nur Zivilisten aber drin. Also ich bin schon wieder draußen. Durch die Supermarktscheiben kann man nicht durchschießen. Das müsst ihr gar nicht versuchen. Das heißt, die haben es gefixt. Aber letztes Mal, als ich es versucht habe, ging es noch nicht. Da sind auch schon zwei von euch im Tower, sehe ich gerade. Also ne? Drei. Okay, alles klar. Ruhig nachrücken genau. Wir können aber jetzt können wir geschlossen im Pult gehen. Aber jetzt müssen wir nicht mehr so. Dann wo treffen wir uns? Hinterm Hotel. Also Richtung Hotel, ja. Zwischen Hotel und Tower am besten. An der Bushaltestelle. Ich könnte mal laufen. Muss ja noch einer einen Bus klauen. Sehr geil. So, einen Mauerguard gibt's hier noch. Den suche ich gerade. Wäre schon im ACT? Ja. Sonst wollte ich gerade schreien, der bewegt sich was im Terminal. Naja. Schieß mal einer drauf. Wo ist denn der Bürgermeister? Nein. Im Rathaus. Gibt's denn überhaupt noch? Letztes Mal war er nicht da. Ich glaube, den gibt's noch, aber die Pläne sind jetzt woanders. So waren die nochmal. In den Oralsklub drin, oder in den Leichten und den Zivilischen? Ich weiß nicht, ich bin auch erstmal wieder hier seit. Ich glaube Orals. Irgendwo waren sie drin, ich weiß aber auch nicht mehr. Aber ich weiß nur, dass wir den Bürgermeister nicht gefunden haben. So, waren wir aus dem Tower wieder raus oder was? Ah, ich sehe einen. Auf dem Haus hier, wo die Kirche ist, da keine Ahnung mehr, wie es heißt. Das farbende Schloss. Im Supermarkt dann noch was. So. Also vom Tower aus hier 260 Grad genau. Der Totenhaus? Auf dem Dach. Ah, ich sehe ihn. Ah, der ist schon tot. Ja, ich habe gerade einen dort erschossen. Ey, das sieht voll geil aus, wie er da steht. Oder besser gesagt liegt. Tussi. Waren wir schon in der Fire Station drin? Spot da überhaupt Loot? Das ist doch kein Loot. Gar kein Loot auf der Insel. Warum sind wir dann hier? Die Urals sind voll mit Loot. Die was? Hier gibt's zwei Urals. Einmal in dem gelben Schloss steht ein Ural. Der ist voll mit Waffen und alles, was ihr euch vorstellen könnt. Da gehen wir rein, würde ich mal sagen. Dann auf! Was ist ein Ural? Ein Auto. Oral. Nicht Oral. Nicht Oral. Oh je. Also eigentlich als angehende Arzt müsstest du wissen, was Oral ist. Das ist schlimm mit euch. Glücklich die Frau nicht da. Die wirkliche Frau. Ich glaube, die kann das ab. So, ich glaube, ich habe hier auch alle jetzt. Aber die spawnen immer random, die zwei Urals. Ne, einer steht immer am Marktplatz, glaube ich. Achso, stimmt ja, nur der zweite. Also der, wo jetzt im Schloss ist, der ist mal random. Und wie viele Waffen spawnen da so? Oh, massig, das wirst du nachher sehen. Es gibt hier auch diese Adventure Packs mit 56 Slots, zwei Stück. Ja. Mega Packs gibt's hier mit 40 Slots. Alter, krass, ja. Traveler Packs. Ja, dann würde ich mich für so eins anmelden, ne? Level 3 Pläne auch. Alles normal. Das wollen wir jetzt alle treffen mit dem Hotel oder was? Aber Level 3 kriegst du einfacher von Ivan. Okay. Wollen wir uns jetzt alle irgendwo treffen und weiter marschieren? Ja, hinter dem Hotel sind wir alle. Ja, ihr könnt schon weiter aufrücken. Ich habe hier vorne schon sauber gemacht. Ja, also wir sind am kurz gegenüber vom Tower. Ja, wir sind Richtung Industrie können wir schon, glaube ich, latschen. Genau, am Tower. Das sehe ich schon. Okay, so, wo gehen wir jetzt hin? Halten wir uns jetzt weiter rechts oder gehen wir jetzt ein bisschen mittig rein? Ich würde sagen, bis nach rechts, oder? Ja, immer der Mauer entlang. Ja, wo die Beton nehmen. Weil sonst lassen wir nicht so einkesseln, das ist scheiße dann. Ja, bauen wir jetzt hier unsere Festung auf oder was? Ja. Hat jeder Holz mit? Ich glaub's geht nicht. Aber es wäre nice. Das Problem ist, du kannst dich hier halt nicht ausloggen, ne? Ja. Immer wenn du dein Haus ist, musst du ja einfach. Ich hab gesagt, dass es einfach wird, die Festung zu bauen. Dann schließe dich in dein Haus ein und bleibst online. So, wie wir es nachher machen, es sind ja zwei Parteien jetzt hier dabei von euch. Wie wir es auch, da müssen wir mal schauen. Zur Not machen wir ein kleines Axt-Event, oder? Gucken wir mal. Keine Axt dabei, geht nicht. Wir machen Zivilisten-Preisschießen. Zivilisten-Preisschießen,
steigern uns. Wohl alle wir, fangen, werden, oder wir fangen mit 100 Meter an und dann gibt es 900 Meter hoch. Also ich brauche nicht viel. Wir machen Zielschießen bei Martin da, der Militärlager. Also ein Rucksack, der mehr als 20 Slot hat, ist schon geil für mich. Ja, da kriegst du meinen mit 24 und ich nehme einen mit 52. Am Arsch. Ich habe mich dafür angemeldet, ja, was ist los? Ich war auch dabei. Ey, zuerst musst du dich einschreiben, ja? Hab ich schon. Die Liste ist bei mir. Aber wenn ich erst von denen Hui bekomme, bin ich zufrieden. Ich bin zufrieden, wenn... Ach, keine Ahnung. Ich bin zufrieden, wenn alle überleben. Ja, bis jetzt haben wir nur einen Treffer gehabt, der Verantwortung des Truppenführers. Ja, bis jetzt haben wir nur schön Team-Deathmatch gehabt. Ey. Oh, ich bin... Vorsicht, wird geschossen. Von wo? Ich weiß nicht, ich hab's so gehört. Cornuli hat's erwischt, oder? Richtung Tanke gelaufen, aber war ich tot. Die Schüsse waren nah, pass mal auf. Könnten da an der Mauer natürlich sein, noch hinten. Wenn man über die Mauer nicht geschossen guckt, oder was? Ja, irgendwie sowas. Ist einer tot? Ja, Cornuli. Ja. Soll ich ihn holen? Nein! Nee, klar. Wenn du kannst. Vergeltung! Aber erklär mir mal, wo er ist, das würde mich jetzt interessieren. Keine Ahnung, es war ein Schuss, ich war weg. Ich bleib du hier, ich hol ihn ab. Ich glaube, die kam irgendwo rechts von der Mauer. Ich geh ihn abholen. Also ich war bei der Tanke. Bei der Tanke? Da sitzen wir alle. Nein, hinter der Tanke. Der war direkt da. Das ist dann auf der anderen Seite. Ich hab eine Granate. Bushaltestelle vielleicht? Weiß ich nicht. Das war hier richtig nah, aber. Ja, es war auch richtig nah. Ich hab's. Sagen, hinter der Mauer ist das gewesen, so wie ich angehört hab. Nee. Ihr seid ja hier gestanden am Eck, ne? Und ihr sagt, das war von hier aus hinter der Mauer, nehme ich an. Ja. Ihr siehst du mich, ich bin die einzige Frau irgendwo hier, da hinter der Tankstelle bei der Mauer. Da kommen die Schüsse. Ja, genau. Her. Also, ja, ich da wo die drei Frack-LKW sind vom Eingang vom Industrial, da sind doch noch so Bäume zwischen der Mauer. Und da kann noch einer auf der Mauer sitzen. Der hat uns schon öfter mal weggefickt. Den habe ich schon weggemacht. Okay. Weil kann da hinten nicht einer im Tower drin sein? Links von der. Der ist weit weg. Oder von hinten eventuell sogar. Dann hätte er nochmal geschossen. Und dann wäre ich schon tot, ich laufe gerade zurück. Glaub ich. Wir laufen am Drack-LKW Richtung Mauer. Ich hol dich. Okay. Wer ist das, der Drack-LKW? Kamini oder wo? Das ist der Patrick, das passt. Da wo ihr. Wo es näher ist. Du Kamini, oder? Ja, komm da. So gut, dann machen wir es jetzt so. Zwei Leute kommen mit mir mit. Wir gehen die Mauer lang. Gerade die beiden, die hier rumkrabbeln. Was habt ihr für Waffen? Ich hab nur MPR. DMR. Komm mal die DMRs auf jeden Fall, zwei DMRs mit mir mit, bitte. Ja. Von der Tankstelle. Ey, ich bin die einzige Frau, das ist irgendwie voll. Hast du schon mal meinen Skin gesehen? Komm her, ich geh dich T-Baggen. Ich hab sogar kurze Hosen an. Willst du denn hin? Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Meinst du jetzt, weil du eine kurze Hose an hast, dass du geil bist oder was? Ja. Oh, ich bin ins Windows geflogen. Und gut, okay. So, wir gehen jetzt nochmal zurück zum LKW in Richtung Mauer und gehen dann der Mauer entlang vor. Und die anderen warten mal hier am Eck und zielen mal sich selbstdeckend ab. Pass drauf hinter der Tankstelle, vielleicht hinter dem Häuschen oder so, dass da einer ist. Guck, ja, da guck ich schon die Hälfte zielen. Der Zeit hin. Der wäre da schon längst rumgerannt, der Sack. Weil die scheiß fickte Tür ist nicht offen. Er krabbelt jetzt hier vor mir rum, das ist ja. Dicke. Ich hab deine Leiche hat sie für doppelt drei, hm? Was hattest du? DMR, also wer Munition braucht. Ach so, ja. Aber momentan ist gefährlich, da hinzugehen. Also nur als kleine Vorwarnung. Oh, lass uns erstmal den Typen wegmachen und ich würde gerne ein Magazin nehmen. Genau. So, jetzt beim LKW machen wir mal kurz Stopp. Ich möchte mal die Mauer abgucken. Hat er 10 oder? Keine Ahnung. Und eben wolltest du noch. Wir eben haben noch alle gelebt. Scheiße. Hätten wir es mal nicht so laut posaunt. Echt, ja. Das nee, ist immer nicht so schlimm. Es kann halt auch hier immer jemand mal durch einen Bug sterben, also es ist nicht nur Unvermögen. Es kann auch ruhig mal sein, dass man jemand durch eine Mauer erschossen wird oder so. Willkommen bei DZ.